Tag, bin wieder da. Muss bloß ganz kurz gucken, ob da jemand war. Der ist geil. Das deutsche Fernsehen ist so wie Fukushima. Fukushima. Die strahlen so lange aus, wie wirklich alle behindert sind. Simon, du bist alleine im Team, das ist ein bisschen unfair. Also, verrückt. Ja, natürlich, Was ist die Definition von Stalking? Was zur Hölle ist das? Was, Stalking? Das machst du immer. Ich spawn hier gerade. Hey, wieso hat sich der Champion gemute? Also mikrofonmäßig. Was ist das bitte hier? So viele Fahrzeuge und... Ach, das ist der Alien Buggy. Getroffen. Ach, scheiße. Ich hab grad meine Waffe gewechselt. Klaus. Und Simon, ich glaube, das wäre jetzt ein Witz für euch zwei. Vor allem für das Simon, vor allem für den Witz, den er vorgebracht hat. Treffen sich zwei Unterhosen und sagt die eine zu der anderen: Warst du im Urlaub? Du bist zu braun. Das ist aber auch gut. Wenn ich Namen von Liebespaaren in Bäume eingeritzt sehe, denke ich nicht, ach, wie süß. Nein, ich denke erstaunt, wie viele Leute ein Messer zu einem Date mitbringen. Da hat er irgendwie recht. Ein bisschen komisch. Oder hat jeder von euch ein Messer immer dabei? Simon? Muss ich Angst haben? Simon ist gerade beschäftigt. Ne, ich habe immer ein Messer dabei, natürlich. Natürlich habe ich immer ein Messer dabei, ist ganz klar. Kann mir irgendjemand sagen, was mit Cem passiert ist? Ist er tot? Dein Mikro ist futsch. Ist er tot? Wieso? Der muss wahrscheinlich gerade helfen beim Hochtragen oder irgendwie. Nee, der ist hier, ich sehe ihn auch rumlaufen, aber. Ja, irgendwie ist er halt weg. Ja. Wieso will der nichts mit uns zu tun haben? Mag er uns nicht mehr? Hey, ich habe noch 35 Minuten für die 850 MB, weil weiß, ob noch 500 MB draufkommt. Hi Cem, wo warst du? Warum hast du nicht geantwortet? Keine Ahnung. Ausgeschaltet. Logitech-Qualität, aha. Obwohl der nicht immer gut war. Was ist denn ein ganzer Tresor? Wie viel Leben hast du überhaupt eigentlich gerade jetzt noch? Ich verstehe nicht, mein Helikopter schwebt in der Luft. Nein, okay. Wo ist denn der Simon hin? Dann kann man die pinken. Simon. Das war dein Tod, Simon. Ich wollte doch nur auf Flugzeug fliegen. Ja, ich hab dich gerade mit dem Klaus verwechselt. Ich hab schon Angst bekommen, dass ich gleich wieder in den Kopf schütte. Cem fliegt jetzt halt erstmal Flugzeug. Das ist ein Schrott. Jetzt geht das ist nicht blöd, wenn man einen Sniper in der Hand hat und dann ist plötzlich Nahkampf angesagt. Was soll man dann tun? Auf jeden Fall fliege ich jetzt Flugzeug. Scheiße, ey. Hey, kann man nicht dieses rote oder pinke oder blaue Sei ruhig, du orange Flugzeug fliegen? Megabyte-Leigung. Imbit Ember? Ich bin so traurig, glaub ich. Kann man das nicht fliegen? Nein! Warum nicht? Mach's nicht. Weil nicht das! So aus! War's nicht nett? War's nicht höflich genug? Hey, da musst du doch einsteigen können, irgendwo. Nein, kann man nicht. Mit hör auf, einfach zu fragen. Das darfst du einfach nicht. Kleiner Cem. Hör mir jetzt halt die Fresse jetzt. Nein, halt dich nicht. Alter, ein freies Mundwerk. Ja, ich hab ein freies Mundwerk. Neidisch. Mundwert? Ne, dein Mundwert ist Mundwerk. Ja, so. Mundwerk! Jetzt wollte ich gerade schon jemanden abschießen, aber habe ich gemerkt, das ist der Cem. Habe ich mal versucht. Ja, den kann ich mal abschießen. Worin? Erklärt mal, könnt ihr es mal bildlich. Ein Flug! Bildlich beschreiben! Ja, das ist okay, so ein fette Wurst mit zwei Flügeln am Rand. Fette Wurst mit zwei Flügeln? Ja. Aber ich kann da irgendwie nicht einsteigen. Muss ich da irgendwie auf das Flugzeug drauf fliegen und dann. Nein. Nö. Warum ist da hinten eigentlich ein Hubschrauber in der Luft? Ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Weil das ein gemoddeter ist. Ja, aber warum in der Luft? Ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Wieso ist das Leben so schwer? Ach, keine Ahnung. Wieso ist das Leben so richtig? Ach, keine Ahnung. Vor allem, warum sind die UFOs? Was? Wie denn von Flugzeug, Zug, UFOs, Alienfahrzeuge? Okay, passt mit UFOs zusammen. Und Helikopter. Was spielt ihr? GTA. Ja,
ich hab das Gefühl, eben nicht. Ich hab noch kein UFO da gesehen. Oder irgendwelche Ehe. Hier sehe ich gerade eins. Ganz groß. Auf dem Bild sehe ich es gerade. Habe ich ein Ding dabei? Ein Fallschirm, vielleicht. Also, ich gehe mal die Map erkunden. Weil es wäre schlecht, wenn ich jetzt keinen Fallschirm dabei hätte. Weil mein Hubschrauber raucht schon dezent, weil ich aus irgendwelchen Gründen abgeschossen werde. Ich, keine und ich kann jetzt auch aus irgendwelchen Gründen nicht mehr auf den Hubschrauber einsteigen. Ja, was ist das für eine Map? Ich hab'n. Wie kann man den aufmachen hier? Auf X. Mal mit A. Meinst du, ich kann mit dem Hubschrauber die Tiere zu schlachten? Glaub nicht. Ey, probier's mal. Oh Gott, das Spiel dauert ja ewig. Ja, würde ich was machen, wäre es schneller, aber ich mache ja nichts. Oh, das Sack. Ich will wissen, was man da machen kann. Und Jeremias, was machst du? Ich habe eine Kuh umgeschmissen. Witze lese. Immer noch. Oh, du stirbst ab. Ja. Was gibt's da Lustiges? 20 Lilliputaner sitzen am Tresen in der Bar. Darf kommt ein Mann rein. Dich. Was ist denn hier los? Ist der Deckel kaputt? Okay. Ahahaha. Der war echt gut. Ey. Oder der Klaus, der dir passt vielleicht. Weißt du, was du machen kannst, wenn hinter deinem Gebäude über dich reden? Furzen. Ah. Das ist so eine Witze, ey. Wenn wir das beenden, kriegt man bestimmt einen Haufen Kohle. Ist das Ding explodiert? Ja. Der schaut dies. Alter, der macht so viel Props für seinen YouTube-Kanal. Was ist denn Bauer? Ja. Was ist das Scheiße? Was ist YouTube? Ah. Da unten ist immer so eine Werbung für einen YouTube-Kanal. Also wenn der das jetzt hört, deine Map ist scheiße. Kann ich nicht mal die scheißen Flugzeuge fliegen? Ja, schon gut. Ey, wer ist da drin? Hör auf! Kann man da rein? Da kann man rein, ja. Geil. Simon. Boah. Man kann da aufs Dach klettern. Nee, ich glaube, da geht's nicht. Nein. Blöd. Ja. Aber hier ist Ladung drin. Ganz viel Koks. Was? Ja, Simon, ja, ich hab gedacht, das Koks ist jetzt bei dir. Nein, Coca-Cola. Was explodiert denn da? Sag mal. Keine Ahnung. Hey, das ist ja voll das geile Flugzeug. Wo gibt's es eigentlich? Das hab ich noch nie gesehen in GTA. Nur in der Mission. Das ist da, wo Trevor hinten reinfliegt. Ah. Alien Movie, aber ich verstehe das. Helikopterteil da oben immer noch nicht. Simon hupt mal mit dem Alien-Mobil. Der Kuh ist der Geld gespawnt worden. Voll toll. Ein Bündel. Ne Geld. Ein Geld, ja. Ein Geldbündel. Simon. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Ich hab eine Kuh überfahren. Bin ich jetzt ein Mörder? Ja. In Indien schon. Ey! Das Simon ist ziemlich so aggressiv, gell? Sehr aggressiv, ja. Aber eigentlich kann er ja gar nicht mehr gewinnen. Wenn man so Quatsch. Denkt. Überhaupt. Ich habe da voll gute Chancen. Ich meine, hallo, ich bin alleine gegen zwei, die viel höheres Level haben. Nee, und vor allem, der Großteil der Pakete ist ja schon abgeliefert. Ja, ich weiß. Fehlt plus noch drei. Hast du Platten in dem Teil? Ja, hat er. Ist er gestorben? Nee, der ist Holzsprung.
glaube ich's denn? Toll, schießen sie aus beiden Richtungen. Ja, ich musste dem Schrecken ein Ende bereiten, Simon. Ja. Jeremias! Wer ist Jeremias? Der Dicke. Den muss man glaube ich kennen. Der macht immer so Witze. Ich hab so einen richtig sauber Witz gerade gefunden, aber den werde ich hier nicht vorlesen. Warum? Du hast nichts mehr zu verlieren. Doch, ich habe einiges noch zu verlieren. Echt? Den kann ich euch morgen dann mal zeigen. Ja. Aber nicht jetzt, ja. Timon, du wirst keine Pakete holen. Ja, wenn ich könnte. Warum kannst du nicht? Ich werde dich dauernd abgeschossen. Von jemandem. Warum? Du hast gerade schon wieder Cem getötet. Ja, weil er mich gerade abschießen wollte. Oh, der Witz ist jetzt echt fies. Aber echt jetzt mal. Also okay, wenn man schon so aufgefordert wird, Pakete zu holen, dann würde ich mal vermuten, dass er hinten schon alles voll ist mit Minen und mal eh abgeschossen wird, bevor man ankommt. Quatsch. Quatsch. Wie komme ich auf so eine Idee? Nein. Niemals. Ja, neben Simon. Hallo? Hallo. Glaub ich's denn? Was ist denn? Ich hab einen Witz, wollt ihr uns hören oder? Naja. Maybe not. Was? Was? Der spawnt gerade und schon fliegt die Rakete, so ein Scheiß. Oh Mann. Bisschen unfair. Ich hab halt erstmal keine Raketen, um was gegen Hubschrauber zu machen. Nicht mal die Verfolgungsdinger. Ich hab gar keine Raketen, gar nichts. Achso, wirklich? Ja, ich bin richtig gut ausgestattet, glaube ich. Ja. Oh, Simon. Simon, wie hast du mich in die Luft gesprengt? Der hat doch Raketen, der ist halt nein, ich hab bloß mit der Sniper geschossen. Ich hab irgendwas getroffen, was explodiert. Ja, ist doch vielleicht meine Hardbombe. So. Yep. Simon, das war unfair. Ja. Hab ich nicht gesehen. Hier explodiert alles. Hilfe. Hilfe. Quatsch, du brauchst keine Hilfe. Ach, der Cem muss nur ein Paket bringen. Ey, das Polizeiauto ist voll geil. Toll, da ist schon wieder eine unsichtbare Wand. Ach, so ein Scheiß. Nee, was? Wie ich dich nicht treffen konnte, weil diese Turbine da ja, du anscheinend im Weg ist. Ich hatte gar nicht Leben. Ja, aber ich habe eigentlich mehrmals getroffen als einmal, aber. Klaus, der Simon ist so traurig, sonst weint er wieder. Ja. Und dann kann er wieder nicht schlafen.